Servus, ich bin's, der Chris, und willkommen im Chris Foodshop. Heute habe ich ein Video für euch. Man kennt es im Sommer, Dachwohnung, eklig warm. Was macht man? Man stellt ein mobiles Klimagerät auf. Nun habe ich aber jetzt bei mir das Problem, die warme Abluft muss irgendwie aus dem Raum. Es gibt zwar für diese mobile Klimageräte so ein komische Guard, wo man ums Fenster macht, dass keine warme Luft reinkommt. Aber das ist nicht praktikabel. Und aus diesem Grunde zeige ich heute eine Lösung, wie man mit einer Plexiglasplatte das richtig macht, damit die warme Luft rausgeblasen wird, die Temperatur im Raum gesenkt und der Schall von der Gasse da draußen auch draußen bleibt. Und sollte es mal regnen, das Wasser auch nicht einfach reinkommt. Also, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen. Und wir sehen uns gleich in der Werkstatt. Also, bis gleich. So, jetzt sind wir oben in der Werkstatt. Und jetzt schneiden wir unsere Plexiglasplatte passend. Beziehungsweise, ich habe die jetzt hier direkt im Baumarkt meines Vertrauens, diese Original-Plexiglasplatte zuschneiden lassen. Man muss jetzt in die Plexiglasplatte diesen Lüftungsanschluss ausschneiden, dass ich die Platte dann bei mir anstelle vom Fenster, also anstelle von meinem normalen Fenster einsetzen kann, damit die warme Luft nach draußen raus kann. Und da zeichnen wir im ersten Schritt uns erstmal dieses Ding hier an. Habe ich geschaut, da brauche ich von unten 6 cm. Dann suchen wir uns die Mitte. 36,5 ist meine Mitte. Und jetzt muss ich diesen Anschluss bis dahin anzeichnen. Und aussägen. Und das machen wir mit meiner kleinen Agobosch-Ich-Säge. Ich habe jetzt mal das kleine feine Kurvenschnittblatt gewählt. Ich hoffe, dass das mit dem Plexiglas richtig funktioniert und nehme keinen Pendelhubvorschub. Jetzt brauchen wir erstmal, dass wir reinkommen in ein Loch. Soll dann 7 mm Bohrer langer. Ich habe jetzt noch auf beide Seiten die Schutzfolie drauf. No. So, jetzt bauen wir das vor, dass wir das dann schön aussägen können. Ja, Plexiglas. Man muss aufpassen jetzt beim Bearbeiten von dem Plexiglas, dass es nicht platzt. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich Plexiglas bearbeite. Ich habe vorher noch kein Plexiglas bearbeitet. Ich hoffe, dass das jetzt alles gut geht. So. Ja, voll Quadrone. Ich gehe jetzt in die Stufe 1
und säge das jetzt mal hoffentlich ohne Bruch aus. So, das Loch ist drin, schön in die langsamste Stufe. So, ich habe jetzt hier ein Reststück MDF und daraus schneide ich mir jetzt mein Widerlager. So, jetzt hole ich die Kantenfräse. Jetzt nehme ich wieder meine Plexiglasplatte. Ich habe jetzt hier meinen Deckel. Schrauben wir den Ring einfach fest. So, der Ring ist drin, Deckel ist drauf und somit sind wir in der Werkstatt erstmal fertig und begeben uns nun da ans Fenster. So, jetzt sind wir hier unten im Wohnzimmer am Fenster, wo ich das machen will. Machen wir hier das Professorium wieder weg. Ich habe mir das Ganze jetzt so gedacht, dass ich mein Fenster komplett offen lasse und diesen Abluftschlauch nur noch einführe. Muss ich als erstes mal die Schutzfolie entfernen.
So. Na, da hinten auch. So. Dann kann ich das einfach in mein Fenster einsetzen. Jetzt muss ich nur noch mit dem 3D-Drucker ein paar Halter machen, damit das hier gehalten wird. Aber mein Drucker braucht noch ein paar Stunden, deshalb zeige ich euch das jetzt nicht. Ich habe jetzt einfach Halter konstruiert, die wo außen am Fenster, und das meine Fensterglasscheibe ist, und das ist die Außenseite von meinem Fenster, die wo von der Scheibe einfach so wie Finger außen hingehen und die Scheibe fest dran drücken. So, jetzt brauchen wir nur noch hergehen und den Abluftschlauch anschließen. Und jetzt können wir die Klimaanlage starten. Die warme Luft wird rausgeblasen, der Raum wird abgekühlt und es lässt sich leichter leben im Dachgeschoss. In diesem Sinne, heute mal ein anderes Video, ein kleines praktisches. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es hat eine Anregung für den einen oder anderen, das auf diese Art nachzumachen. Es gibt zwar auch andere Lösungen, aber bei mir gibt es keine Rollladen, wo ich unten nur eine schmale Leiste hinmachen kann. So habe ich das mit einer kompletten Plexiglasplatte machen müssen. Der Vorteil ist, ich kann rausschauen, es kann nicht reinregnen und die warme Luft wird durch den Schlauch abgeführt. Also in diesem Sinne, macht's gut bei den sommerlichen Temperaturen, kommt nicht ins Schwitzen und wir sehen uns im nächsten Video. Servus, der Chris.